Bist du bereit, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz dein Leben und dein Business auf das nächste Level zu bringen? In diesem Video stellen wir dir 10 AI-Tools vor, die dich in 2023 10-mal produktiver machen. Du wirst mit diesen Tools Dinge realisieren können, die du vorher gar nicht oder nur in stundenlanger Arbeit schaffen konntest. Also bleib bis zum Ende dran und finde heraus, welche AI-Tools du auf keinen Fall verpassen solltest. Los geht's! Mit Tome kannst du beeindruckende Präsentationen zu allen möglichen Themen in wenigen Sekunden und ohne Vorbereitung erstellen. Du musst einfach ein Thema eingeben und daraufhin generiert die AI eine gut aufgebaute Präsentation mit kurzen und aussagekräftigen Texten, die nicht von irgendwo einfach kopiert, sondern neu erstellt werden. Aktuell funktioniert das nur auf Englisch, aber du kannst beispielsweise den guten Übersetzer DeepL benutzen, um die Texte zu übersetzen. Das Tool benutzt dabei ein anderes AI-Tool namens DALL-E 2, um passende und realistische Bilder zu erschaffen. So werden gute Slides und ein gutes Storytelling erzeugt. Du kannst nach dem Generieren diverse Anpassungen machen, wobei dir das Tool beim Design und Layout hilft. Wenn du hier unten rechts auf dieses Icon tippst, kannst du die AI auch nutzen, um der Präsentation weitere Slides zu spezifischen Themen hinzuzufügen. Tome vereinfacht den Einstieg in ein Thema und du musst beim Erstellen von Präsentationen nicht mehr bei Null starten, wodurch du einiges an Zeit sparen kannst. Wenn du mit der Erstellung fertig bist, kannst du die Präsentation im Vollbildmodus abspielen. Du kannst ein Video mit Ton und Facecam aufnehmen und die Präsentation auch einfach teilen. Künstliche Intelligenz kann mittlerweile auch beeindruckende Bilder und sogar Kunstwerke erschaffen. Du musst einfach nur einen sogenannten Prompt eingeben, wo du kurz beschreibst, was für ein Bild du haben möchtest, und dann kreiert die AI ein völlig neues Bild für dich, was du dann für deine Projekte, wie zum Beispiel deine Videos oder deine Webseite, verwenden kannst. Dieses Tool hier ist DALL-E 2 von OpenAI und kann kostenlos benutzt werden, bis deine Credits aufgebraucht sind. Du bekommst einmal im Monat kostenlose Credits und kannst, wenn du mehr brauchst, auch welche kaufen. Du kannst auch Bilder hochladen und der AI beschreiben, was du an diesem Bild ändern möchtest. Sogar noch besser als DALL-E finde ich das AI-Tool Midjourney. Diese AI kann wirklich hochwertige und realistische Bilder generieren, die aussehen, als wurden sie von einem sehr guten Künstler erstellt. Auch das kannst du auf deren Discord-Server bis zu einem bestimmten Limit nutzen. Auf der Midjourney-Webseite kannst du deine erstellten Bilder sehen und deinen Account verwalten. Künstliche Intelligenz kannst du also nutzen, um perfekte Bilder für deine Projekte zu bekommen, und es kann teilweise auch schon die Arbeit von Grafikern oder Designern ersetzen. Als nächstes schauen wir uns AI-Tools an, die diese Bilder sogar in Videos umwandeln können. Künstliche Intelligenz kann mittlerweile auch genutzt werden, um Videocontent zu erstellen. Das Produzieren von Videos ist aufwendig und kann teuer sein. Auf Syncidia.com brauchst du einfach nur einen Text eingeben, was im Video gesagt werden soll, und einen AI-Avatar auswählen. Dieser spricht dann deinen Text im Video, was in diversen Sprachen auch in Deutsch möglich ist. Zudem hast du weitere Videogestaltungsmöglichkeiten. Mit unserer Videoplattform kannst du auf Knopfdruck in vielen verschiedenen Sprachen kommunizieren. Ein ähnliches Tool ist die-id.com. Hier kannst du sogar deine Bilder nutzen, um Videos zu kreieren. Du kannst zum Beispiel einen Avatar mit dem Tool, was wir zuvor gezeigt haben, erschaffen und dann hier in einen sprechenden Avatar und Video umwandeln. ChatGPT ist das aktuell populärste AI-Tool und darf natürlich in dieser Liste nicht fehlen. Es ist ein Chatbot, der dir in natürlichen Dialogen in vielen Bereichen helfen kann, und es hat bereits vielen Leuten in den letzten Wochen gezeigt, was für ein unglaubliches Potenzial AI hat. Es kann hochwertige Texte zu allen möglichen Themen erschaffen, Dinge einfach erklären und so beispielsweise oft die Google-Suche ersetzen. Es kann mega nützlich beim Programmieren sein und dich insgesamt deutlich produktiver machen. Ich habe ein komplettes Video zu ChatGPT gemacht, wo wir uns geniale Anwendungsfälle anschauen und wie du es konkret benutzen kannst. Das ist hier in der Infokarte und auch am Ende des Videos verlinkt. OneWay ist ein Video- und Bild-Editor mit nützlichen AI-Features, den du direkt im Browser nutzen kannst. Du kannst Hintergründe entfernen und austauschen, du kannst einfach Objekte verschwinden lassen und mit einfachen Textbeschreibungen Objekte in deiner Datei von der AI verändern lassen. Außerdem können Videos automatisch passend zum Beat geschnitten werden, es können automatisch Untertitel hinzugefügt und störende Hintergrundgeräusche entfernt werden. OneWay ist mit diesen genialen AI-Features ein Next-Generation-Content-Creation-Tool. ClipDrop ist ein ähnliches Tool, aber mit Fokus auf Bildern und einfach und schnell anzuwenden. Du kannst deine Bilder aufräumen und Objekte, Personen, Texte und Mängel entfernen.
Du kannst exakt Hintergründe entfernen, die Belichtung und die Qualität verbessern. Sehr nützlich kann auch das Replace-Feature sein, womit du alle möglichen Objekte oder Personen von deinen Bildern überall hin teleportieren kannst. Du musst einfach nur kurz beschreiben, wo und mit was für einem Hintergrund du dein Objekt oder deine Person haben möchtest. Das Tool gibt es auch als iOS- und Android-App. Hier kannst du zum Beispiel Bilder aufnehmen und sofort den Hintergrund ändern. Pictory kann dank künstlicher Intelligenz automatisch und in wenigen Minuten Videoclips für dich erstellen. Du kannst zum Beispiel Blogposts oder Skripts in Videos umwandeln. Auch aus längeren Videos können automatisch kurze Clips mit Highlights für Instagram Reels oder YouTube Shorts generiert werden. Deine Clips kannst du ohne technische Skills mit Textanweisungen auch bearbeiten. Definitiv ein weiteres mega nützliches, zeit- und kostensparendes Tool. AI kann natürlich nicht nur Bild-, Video- und Text-Content generieren, sondern auch programmieren und Webseiten erschaffen. Auf der Seite doable.co kannst du eine Webseite für dich mit nur wenigen Klicks erstellen. Du musst einfach nur deinen Business-Typ eingeben und den Namen deines Businesses. Daraufhin erschafft die künstliche Intelligenz eine Webseite für dich mit passenden Bildern, Beschreibungen und relevanten Elementen, wie zum Beispiel ein Kontaktformular. Anschließend kannst du das alles noch anpassen und live schalten. Dieses AI-Tool bietet sich für Personen an, die nur einen einfachen Webseitenauftritt benötigen. Mit Kyber.ai kannst du kunstvolle Animationen und kurze Videos erstellen. Alles, was du brauchst, ist eine kurze Beschreibung deiner Idee und optional ein Foto als Ausgangspunkt. Wie du hier in den Beispielen siehst, können so wunderschöne Clips mit dem Tool erschaffen werden. So kannst du deine Ideen in visuelle Animationen umwandeln und als Inspiration oder Hintergrund für deine Projekte verwenden. Die mächtige Notizen- und Produktivitäts-App Notion, unser Tutorial dazu ist hier verlinkt, kommt demnächst mit einem AI-Update, wofür du dich schon in einer Waitlist eintragen kannst. Du kannst dann mit AI Assist schneller schreiben, besser denken und deine Kreativität erweitern. Es implementiert im Prinzip ChatGPT in Notion und das vereinfacht natürlich vieles. Du kannst viel schneller deine Notizen schreiben und Informationen zusammentragen. Notion wird dadurch definitiv noch nützlicher.